Wir sind nur ein Zellklumpen, der halt zufälligerweise hier sich gebildet hat auf dem einzigen Planeten innerhalb des Universums, wo so etwas gibt. Also das offizielle, materialistische, atheistische Weltbild. Dann macht dir das Ganze überhaupt keinen Sinn. Dann ist es wirklich nur schrecklich. Ist einfach schlimm, 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 was wir aus dieser Gelegenheit machen, ein einmaliges Leben hier auf der Erde zu haben, und dann führen wir nur Krieg oder streiten uns mit den Nachbarn oder rennen irgendwelchen Zahlen auf unserem Computerkonto hinterher oder sonst etwas und zerstören dabei das ganze Leben. Das macht keinen Sinn. Das Weltbild, was ich jetzt aufzeige, macht für mich Sinn. Ich weiß nicht, ob das für euch Sinn macht, zeigt aber einfach ein ganz anderes Theaterstück oder eine ganz andere Bühne. Nämlich dieser Konflikt, dass wir in einer Welt des Zwielichts leben. Ich rede jetzt von der Erde. Eine Welt des Zwielichts meint, hier in dieser Welt ist sowohl Gott als auch der Teufel präsent. Hier in dieser Welt können wir Licht oder Finsternis leben. Hier in dieser Welt können wir Liebe oder Angst leben. Das heißt, wir haben ein riesiges Spektrum an Möglichkeiten dadurch. Wir haben höhere Fähigkeiten, die wir Telepathie nennen, Telekinese, Channeling, Manifestationskraft, Remote Viewing. Es geht bis zur Teleportation, und das nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich und geist- und außerkörperliche Reisen. Das sind alles Fähigkeiten, die Menschen besitzen, die auch von genügend Menschen bereits gelebt werden. Also genügend in Anführungszeichen, aber als Beispiele, dass es tatsächlich funktioniert. Mutter Erde verfügt über ein Meridiansystem oder ein Chakrasystem, wie wir es von uns Menschen kennen. Auch hier haben wir wieder diese fraktale, selbstähnliche Struktur, auch bei einem Planeten. Und es ist nicht vor ungefähr, also dass bestimmte Zentren der Macht auf bestimmten Kraftorten und Kreuzungspunkten von Leylines gebaut werden oder geomantisch starken Orten und so weiter. Und Mutter Erde ist für mich eine unglaublich wundervolle Wesenheit, und ich bin ihr sehr dankbar, dass ich auf ihr leben darf. Wenn wir also die letzten 13 Jahre vor 2000 bis um 2012 als erster Teil der Offenbarung betrachten, wo uns bewusst wird, was läuft auf diesem Planeten wirklich, wer hat eigentlich diese Gesellschaftsstruktur gebaut, aus welchen Gründen und wer hat hier das Sagen, gilt es jetzt in den nächsten 13 Jahren, was daraus zu tun, nämlich zu handeln, in die Umsetzung zu kommen, nämlich das Erkennen zu verarbeiten und ein erwachendes Handeln folgen zu lassen als Ausgleich der Altlasten aus diesen 5200 Jahren. Dann auch die PC-Spiele, das ist auch so etwas, PC-Spiele sind auch programmierend auf unser Bewusstsein, das ist klar, vor allem dann, wenn die virtuellen Brillen noch dazu kommen. Dann wird es erst ganz geil, weil unser Bewusstsein kann nicht unterscheiden zwischen Virtualität und Realität. Dann haben wir CERN, das ist auch so ein Lieblingsspielzeug. Da wollen Sie nicht das Higgs-Boson finden und das Gottesteilchen, sondern hier geht es auch um interdimensionale Öffnungen, Portale, die hier geschaffen werden. Physische, psychische, energetische, psychoenergetische und spirituelle Auswirkungen dieser künstlichen Intelligenz, Digitalisierung und Virtualisierung. Es macht ganz viel. Also hier gibt es mittlerweile viele Studien bereits, was macht es mit uns oder gerade was macht es mit den Kindern. Weil die Kinder, das ist das Spannende daran, die Kinder haben eine starke Affinität zu dieser digitalen Realität, weil sie von ihrem Bewusstsein her weiter sind. Und jetzt sind die natürlich besonders affin auf diese virtuelle Realität, und wenn ihnen keiner da beibringt, hey, du kannst das geistig entwickeln, selber, in deinem Bewusstsein, da ist alles möglich, sondern einfach nur immer sehen, wie ihre Eltern da irgendwo rumwischen und rumsurfen. Und ist ja klar, geil, will ich auch rein. Und die haben eine super starke Resonanz und Sucht. Und man weiß, wie süchtig gerade die Kinder werden, aber auch wie Erwachsene. Wenn man Facebook verwendet und für jedes Like, was du kriegst für irgendein Shitposting, kriegst du einen Hormonimpuls.
Freu. Das macht abhängig, das macht süchtig. Man weiß, die Kinder sind heutzutage schon süchtig. Das ist ein Riesenthema. Wenn wir den künstlich-digitalen Weg so weitergehen, heißt es bald, willkommen in der Matrix. Genauso wie es uns dieser Film vorprogrammiert hat und gezeigt hat und wir alle verinnerlicht haben. Was unsere geistigen Freunde schon vor 30 Jahren gesagt haben, der einzige Weg ist die Bewusstseinserweiterung. Das ist die einzige Lösung. Natürlich gehört dazu, dass wir aufstehen, dass wir unsere Wahrheit bekunden, dass wir uns verweigern, gewisse Agenten zu erfolgen. Aber das Wichtigste ist immer die Bewusstseinserweiterung. Wenn unser Bewusstsein wächst, dann kommen wir automatisch in andere gedankliche, spirituelle, emotionelle Gefilde. Das heißt, wir kommen auch immer mehr wieder mit unserer Seele in Kontakt, also Frequenzerhöhung, Bewusstseinserweiterung hilft uns dabei, den Ausstieg und eben den Aufstieg zu vollziehen. Damit meine ich aber nicht so, wie es die meisten Esoteriker meinen, eben Aufstieg, das geht so innerhalb von wenigen Jahren. Wir reden hier von Evolution und wir müssen uns bewusst sein, dass diese Phase, in der wir uns befinden, natürlich nicht nur einfach in wenigen Jahren gemacht wird, der Weg nicht einfach bis 2025 gepflastert werden muss, sondern läuft schon, dann passt schon. Auch wenn wir die verschiedenen Herztugenden anschauen, in der Wechselbeziehung würden wir aus dem Herzen leben, dann wären wir tapfer, wir würden Anerkennung leben, wir würden Mitgefühl und Barmherzigkeit mit uns selbst und unseren Mitmenschen. Wir würden Vergebung praktizieren, wir würden Demut und Bescheidenheit leben und auch Verständnis haben mit allem Leben, was ist. Unsere Gedanken sind Licht. Über unsere Gedanken können wir das Urlicht, was überall vorhanden ist, auch in diesem Raum, auch wenn wir es nicht sehen oder nur als Materie wahrnehmen, das ist alles Licht. Das braucht natürlich eine Übung, aber es wird immer stärker, je öfter man das praktiziert, auch seine Zellen mit Licht aufzuladen. Das ist nicht nur einfach eine esoterische Spielerei, das bewirkt etwas, weil letztlich alles Licht in unterschiedlichen Frequenzebenen ist. Probiert's mal aus, schickt mal, wenn ihr einfach auf der Straße seid, in eurer Stadt oder Dorf, schickt einfach mal Licht. Einfach so, innerlich. Einfach. Und schaut mal, was passiert. Darum ist es ja auch gut, wenn man so sich anschließt an Gruppenmeditationen oder an Weltmeditationen, wo man wirklich ein vereinigendes Feld generiert, bewusst, weil unbewusst sind wir ja alle eins und vereinigt, aber wenn wir uns gemeinsam mit einem Ziel, dann bin ich unter euch. Und wir können jederzeit in die Liebe gehen. Jeder von uns kennt Liebesgedanken. Ein Bild, was sofort das Herz aufmacht. Oh, nein, ich spiele mich gleich wieder. Jeder, denkt doch so oft wie möglich dran. Erlaubt euch so oft wie möglich in diesen Liebesraum zu gehen. Es gibt in unserem Herzchakra sogar noch einen anderen Raum, der Seelenraum. Der ist sehr machtvoll. Eben in den Machtraum zu gehen. Also wir haben so viele Möglichkeiten. Wir müssen sie einfach nutzen.